Dima, auch bekannt als Alf, Nachthalb oder Nachthexe, ist eine Gestalt aus der mitteleuropäischen Folklore und Mythologie. Man glaubte, dass sie für Schlafparalyse verantwortlich ist, ein Zustand, bei dem jemand im Halbschlaf feststeckt und das Gefühl hat, dass eine unsichtbare oder böse Kraft auf ihm lastet. Die Ursprünge der Ma reichen tief in die germanische und slawische Mythologie zurück. Das Wort Ma stammt vom althochdeutschen Maron, was geisterhaft oder spukhaft bedeutet. Die Ma wird oft als weibliches Wesen beschrieben, das nachts in die Häuser schleicht und schlafenden Menschen Angst einjagt. Meist wird die Ma als kleine, alte Frau oder als schattenhafte Gestalt dargestellt, die sich auf die Brust des Schlafenden setzt. Dadurch hat das Opfer das Gefühl, erstickt zu werden. Diese Beschreibungen passen gut zu den Symptomen der Schlafparalyse, bei der der Betroffene sich nicht bewegen kann und oft Halluzinationen von einer bösen Präsenz hat. Im Dorf verschwand die schöne Maid. Man fand sie spät am Morgen. Im feuchten Gras das Haar zerzaust. Die Augen voll von Sorgen. Des Nachts, wenn Monde silbern scheinen. Schleicht leist die Ma durchs Haus und sucht der Menschen tiefste Träume. Trägt Schreck und Angst hinaus. Mit bleichem Antlitz stumm und kalt kriecht sie auf Bett und Brust, bis jeder Schläfer ängstlich bald erwacht aus seiner Lust. So geht sie um in dunkler Nacht, wo Licht und Schatten fliehen. Und mit der Dämmerung erwacht der Spuk in neuen Mühen. Die Ma verschwindet mit dem Licht. Der Tag bringt keine Kunde. Doch jedem, den sie nächtlich sticht, bleibt Herzweh in der Stunde. Die Ma, sie war die schöne Maid, die einst im Dorf verschwunden. Nun wandelt sie in Ewigkeit, in düsteren Traum gebunden.